Ich kann nichts anderes sagen, also sage ich, Cassandra will ein Buch. Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich Jetzt muss geht's was ab. An den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Sie mag euer Werk sehr. Sie schätzt eure Werke tatsächlich sehr. Reden wir von derselben Cassandra? Dieser großen, verdrießlichen Sucherin, die gerne Leute absticht? Exakt. Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Oh. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Cassandra hat er auf jeden Fall gefallen. Tja, Cassandra scheint die Reihe zu gefallen. Und ich dachte, ein Loch im Himmel wäre das Verrückteste, was passiert. Ja, kann. Aber wirklich. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe? Für Cassandra. Vielleicht wird er ja die besser. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Einverstanden, das wird so gut. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Wenn sie sich total freut. Oh, wir können es jetzt sofort geben. Ich dachte, ich müsste jetzt erst warten, um diese Genugtuung zu kriegen. Also eins muss man BioWare immer noch lassen. Charaktere können die so gut schreiben wie kaum jemand anderes. Jeder Charakter ist interessant, auch wenn man ihn nicht unbedingt jeden mag. Die Spinnweben dienen dazu, die Blutung zu stoppen und verhindern, dass die Wunden zu schweren beginnen. Sammelt so viele, wie ihr könnt. Das Seltsame ist nur, dass ich mich nicht mehr erinnere, wo ich das gehört habe. Ich glaube, da war ein junger Mann. Mehr Berichte über Cole. Ich finde es übrigens interessant, ich habe das Wort schweren noch nie gehört. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Also ich kann mir vorstellen aus dem Kontext genau, was es bedeutet. Aber ich habe es noch nie gehört. Komisch. So, Cassandra, ich speichere dann nochmal. Ach ja, BioWare. Jetzt wird's lustig. Was habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Jetzt wird's interessant. Das ist euer Werk. Ich hoffe, es gefällt euch. Sie wird jetzt zwar so tun, als wäre es nicht so, aber es ist so. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Oh, oh, oh. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! So genial. Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Absolut zustimmt sie. Ah, das ist so genial. Ich danke euch. Das mache ich doch gerne. Bedankt euch doch auch bei Varric. Mal sehen, ob das klappt. Varric ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen. Falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Aber sowas von... Ach, wie toll. Wie sie sich freut. Heimliche Freuden. So, und jetzt zeige ich... Oh, das ist das falsche Menü. irgendwo Himmelsfeste wahrscheinlich. Oder auch nicht. Gott, welche Mission könnte es sein? Hier vielleicht? Nee, so wichtig ist es nicht. Bin ich blöd? Es ist auch kein laufendes Quest. Merkwürdig.
Naja, ich hoffe, dass dadurch jetzt nicht wieder der Bug in Kraft tritt, falls er überhaupt gefixt wurde. Oh, es geht weiter. Plant ihr Strategien? Ich versuche mir vorzustellen, wie es einmal aussehen wird. Das alles gehörte einst zum Reich von Tevinter. Andraste hat das geändert, ebenso wie die Verderbnisse. Doch was als nächstes kommt, wer weiß schon, wie der Plan des Erbauers aussieht. Wir geben uns alle Mühe, die Lage zu verbessern, dass es besser wird. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Weil sich ja auch alle einig sind, was besser bedeutet. Das stimmt natürlich. Ich weiß, dass ich eine Welt will, in der die Leute auf die Kirche vertrauen und in der dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich will Respekt vor Traditionen, aber keine Angst vor Veränderung. Ich will, dass vergangenes Unrecht wieder gut gemacht, aber nicht gerecht wird. Das ist leider sehr schwierig. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, ob irgendetwas davon richtig ist, nur weil ich es will. Das klingt ziemlich böse. Das Problem ist, dass die meisten Sachen davon im Kontrast zueinander stehen. Und naja, wenn, also da muss man dann Kompromisse finden. Auf jeden Fall sind es bewundernswerte Ziele. Selbst wenn diese Ziele nicht richtig sind, so sind sie doch zweifelsohne bewundernswert. Nicht alle würden dem zustimmen. Einige würden es Ketzerei nennen. Für mich klang es nicht wie die Hetzreden einer Ketzerin, Cassandra. Das mag sein. Aber es kostet nur wenig Mühe, selbst einen Akt des Mitgefühls als schändliche Tat auszulegen. Naja. Ach, Cassandra. Verratet mir etwas. Wovon lasst ihr euch leiten? Ihr trefft Entscheidungen, die die Welt verändern. Und doch scheint ihr euch immer so sicher zu sein. Ich wünschte, ich hätte euer Selbstvertrauen. Ich meine, ich würde es jetzt sagen, aber wir müssen erstmal. Wir fragen erstmal nach. Ihr bewundert mich also. Das klingt beinahe, als würdet ihr mich bewundern. Das tue ich auch. Mag sein, dass ich nicht jede eurer Entscheidungen gutheiße, aber wie viele könnten das tun, was ihr getan habt? Ihr wart ein Gefangener, angeklagt und geschmäht, doch seid ihr aus jeglichen Prüfungen siegreich hervorgegangen. Die Gunst des Erbauers macht euch nicht unsterblich. Ob ihr lebt oder sterbt, hängt von euch selbst ab. Das verdient Bewunderung. So. Es ist so doof, weil ich mich immer dazu geleitet fühle, die Flirt-Option zu nehmen. Und wir nehmen sie diesmal sogar. Ich finde, die anderen Sachen sind nicht so interessant. Dieses "Ich folge meinem Gewissen" ist schön und gut, aber ja, das ist so eine 0815-Antwort. Und spontane Entscheidung, naja. Ich lasse mich von euch leiten. Wenn ich mich von irgendetwas leiten lasse, dann von euch. Na großartig. Die Blinde führt also den Blinden. Ihr seid nicht blind. Dann habt ihr offenbar nicht richtig hingesehen. Hab ich nicht. Aha. Hätte mir jemand bei unserer ersten Begegnung gesagt, dass ich eines Tages froh sein würde, euch folgen zu dürfen, hätte ich ihn erwürgt. Aber genau das bin ich. Der Erbauer hat eine gute Wahl getroffen. Ich hoffe, wir sind Freunde? Was zur Hölle soll das bedeuten? Er hat mich nicht erwählt. Das sagen wir auf gar keinen Fall. Das würde sie nicht so gut finden. Ich sag jetzt einfach mal Danke, weil alle anderen nicht so gut sind. Das weiß ich zu schätzen. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Inquisitor. Und wo immer er uns auch hinführen mag, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ist es nicht schön, dass wir immer Titel haben, die sie einfach benutzen können? So brauchen wir nie Namen. Es ist immer noch alles schwarz. Ich bin... Hallo? Hallo? Ich hab doch Angst im Dunkeln. Kommt schon, was soll das? Wo bin ich denn jetzt? Ich kann auch nicht Escape drücken, möchte ich dazu gerne mal sagen. Ich glaube, was passiert ist, ist nur eine Theorie, ist, eigentlich hätte jetzt eine schwarze Ladesequenz kommen müssen, die wurde aber nicht richtig getriggert und jetzt ist alles verbuggt, denn ich kann das Menü auch nicht benutzen. Ich kann mich auch nicht bewegen.
Ich kann auch nicht mit ihr reden. Schade, aber ja. Dann würde ich mal sagen, dass wir uns gleich wiedersehen. So, dann wollen wir mal sehen, ob ich jetzt nochmal mit ihr das machen muss. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Nee. Es hat es wenigstens gespeichert. Dann ist ja alles okay. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Im Moment nicht. Nein. Okay, ups. Dann wollen wir doch mal sehen. Nein. Stefan ist nun doch gestorben. Es war ein Segen, wirklich. Die Zeit seit Haven war eine einzige Qual für ihn. Er hat fantasiert, dass es zu Ende ging. Er lächelte und sagte, er rieche den Rübeneintopf seiner Mutter. Dann ist er von uns gegangen. Es ist immer traurig, sowas dann zu hören. Hallöchen, was Harding. Inquisitor. Gibt's was Neues? Ist irgendwas vorgefallen? Dieser seltsame Junge hat mir einen Arm voll Hühner gebracht. Ihr behaltet ihn doch im Auge, oder? Wen? Was? Ist irgendwas vorgefallen? Nicht viel, das Übliche. Schön, dass ihr fragt. Ich muss gehen. Ach, Harding. Okay, er sitzt einfach direkt davor. Ist das hier was Neues? Jetzt kann ich es nicht mehr untersuchen. Sonst ist es Geschichte. Ah, hier ist es. Samson, tief gestürzt, trag den Schild der Schande. Samsons geheime Brille. Das war das Lustigste, was ich seit Jahren gesehen habe. Die Katze hat getanzt und ist wie verrückt herumgesprungen. Das hat mir wirklich den Tag versüßt. Beim Erbauer keine Ahnung, was in den kleinen Rattenfänger gefahren ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber dass die Lieder auf Deutsch übersetzt haben, ist echt lobenswert. Macht nicht jeder. Inquisitor. Wie sieht die Moral so aus? Wie ist die Stimmung im Moment? Langweilig. Na, das ist okay. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die Leute in Chateau Crane de Gris haben euren Aufruf gehört und sind bereit, sich euch anzuschließen. Sehr gut. Weitermachen. Inquisitor. Es sind auch echt nicht zu wenig Leute hier, oder? Der Bulle. Kann ich euch helfen? Oh, nichts Neues. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Wir hatten aber auch schon was Interessantes und... Bauer. Ach ja. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Euer Gnaden. Auch nichts Neues. Wir unterhalten uns später. So, und Cole war irgendwo ganz oben, ne? Sutherland? Ich hoffe, ich kann irgendwie helfen. Soll ich vielleicht irgendwas putzen? Bei dem gibt's einfach nichts Neues. Ja, habt ihr schon gehört? Von ihr, die hinter dem Thron steht. Und vielleicht einen Schatten auf ihn wirft. Der Ahn versteht das Wort Hexe nicht richtig. Bitte was? Ja. Gibt's was zu plündern? Ui. Bist du sicher? Ich würde morgen noch mal rumfahren. Okay, die Assassinenhaube ist, glaube ich, für jemanden gedacht, der direkt neben dem Ding steht. Ja. Definitiv. Coles Hut und diese Assassinenhaube. Das ist die komischste Assassinenhaube, die ich je gesehen habe. Aber gut. Ich kenne mich auch mit Assassinenhauben nicht aus. Roderick hat es vor seinem Tod bedauert. Moment, was hat er bedauert? Hat er euch erzählt, was genau er bedauerte? Überall Blut, Bestien, Wahnsinn, Tod. Wir alle werden sterben. Der Herold stellt sich ihm entgegen und Köpfe wenden sich ihm zu. Verzweifelt und einfach. Rein. Stimmen in der Kirche. Es ist Jahre her, seit ich das Lied gesungen und gespürt habe, wie es mich durchdringt. Aber das hier ist real. Es ist real. Es ist so lange her, dieses Gefühl. Gleitend, gütig, Glaube. Und ich habe ihn bekämpft. Möge mir der Erbauer vergeben. Ich hoffe, ich habe genug getan. Okay. Können wir noch mehr mit ihm reden? Er hasst das alles wegen der Dunkelheit hinter der Tür. Einige Türen sollten geschlossen bleiben. Ihr habt ein paar seltsame Dinge getan. Ich habe von einigen merkwürdigen Vorkommnissen hier in der Feste gehört. War das euer Werk?
Ja, vielleicht. Was war es denn? Ihr hortet also Dolche? Jemand hat ein Fass voller verlegter Dolche gefunden. Seid ihr dafür verantwortlich? Sie waren dort sicherer. Mhm. Lasst uns über etwas anderes sprechen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr da. Verstanden. Noch mehr seltsame Dinge getan? Die Bediensteten haben Schwierigkeiten, sich an einige sonderbare Geschehnisse zu erinnern.